ihr wolltet zu Weihnachten dieses Stressgefühl nicht spüren oder einfach dieses Video schauen, dann seid ihr hier nicht richtig. Was, Leute, was geht zu einem neuen Video, einem neuen Daily Vlog, oder? Ja, ja. Einen neuen Mehlkalendereintrag. Heute sogar schon der 5. Mehlkalendereintrag. Zu wild. Und damit herzlich willkommen zu How to Weihnachten. Heute erkläre ich euch, wie ihr euch eine coole Adventszeit macht und was auf jeden Fall dazugehört. Viel Spaß, Leute. Zero. Also, bevor wir erstmal anfangen, ich habe eine gute Setup-Erweiterung für den Mehlkalender getätigt. Denn, Leute, gestern ist ja ein neues Paket angekommen und jeder fragte sich so, hä, was ist in dem Paket drin? Manche rätselten schon, manche stellten Theorien auf. Naja, eigentlich hat es ja keinen gejuckt. Naja, aber, Leute, was in dem Paket drin ist, seht ihr auf jeden Fall. Jetzt, hier ist das schöne Paket, jetzt liegt gerade noch der Mehlkalender drüber, weil hier steht mein Name irgendwo. Naja, schneiden wir es mal auf. Das sieht gut aus. Oh mein Gott, Leute! Schauen wir mal kurz hinter die Kulissen. Oh mein Gott, Oh Leute, Mann, ich hab schon erraten. Es ist ein Monitor. Ihr denkt euch jetzt sicher, warum krieg ich einen Monitor? Mein Dad fährt die Tage nach Irland. Über die Weihnachtsferien, also 25., 24. und so. Das ist auf jeden Fall sein Weihnachtsgeschenk an mich. Und ich bin so happy, Leute. Denn, mein Gott, der sieht gerade geil aus. Damit habe ich dann zwei Monitoren. Das heißt, ich kann einmal schneiden, zweimal schneiden. Ich kann doppelt so schnell schneiden. Ganze Mehlkalender durchhasseln. 5 Minuten später. Okay, Leute, es sind jetzt einige Jahre vergangen. Und ich habe das Ganze hier, aufgebaut. Seid ihr ready? 3, 2, 1. Ich weiß, für euch ist nicht der interessanteste Anblick, aber für mich ein Gottesanblick, Leute. Wenn man das nicht mal Setup nennen kann, das ist über 4 Jahre, 5 Jahre aufgebaut. Nur die Frage ist halt, wen juckt? Für euch ist das ein kleiner Schritt, aber für den Mail Squad ist es ein großer Schritt. Heute geht es um Weihnachtsdeko. Mein Zimmer gammelt nämlich noch ein bisschen rum und ist nicht wirklich weihnachtlich. Und da fangen wir auch schon mit Tipp 1 an, Leute. Für die perfekte Weihnachtsstimmung braucht man Weihnachtsumgebung, Weihnachtsdeko und so weiter. Deswegen habe ich für euch eine Packung von Weihnachtszeug. Noch mehr Packung von Weihnachtszeug. Und ich schau mal, was da drin ist. Schauen wir mal, was wir haben, Leute. Also, was könnten wir gebrauchen? Eine Krippe? Eine Krippe brauche ich hier auf jeden Fall nicht. Oh nein, Leute. Den habe ich in der Volksschule gebastelt, in Werken. Eigentlich sollte das ein Engel sein, aber... Moin, moin, meine aktiven Freunde. Also, das auf jeden Fall nicht. Hm. Wir haben 2 Katzen gefunden und ich glaube, die kann man wieder hier hochhängen. Ich probiere es mal aus. Hier nochmal das schöne Bild. Eine Legende, Leute. Hier nochmal das schöne Bild, Leute. Au! Oh, ich habe mir gerade nicht den Kopf hier oben gestoßen. Du hohle Birne! So, Leute, die Katzen sind in Position. Sieht auf jeden Fall schon mal mehlig aus. So, was haben wir hier drin? Leute, ich glaube, ich sollte das wieder schnell einpacken. Ich habe was gefunden. Ich habe jetzt hier noch so einen Socken aufgehängt und die Krippe aufgestellt. Flammenwerfer oder sowas. So, Leute, das war es auch schon mit der Weihnachtsdeko. Wäre ein bisschen mickrig ausgefallen, aber... Kommen wir zum nächsten Tipp. Nämlich, der nächste Tipp. Ihr braucht auf jeden Fall für weihnachtliche Stimmung einen Christbaum. Ja, das ist mein Christbaum. Sieht das nicht nach einem weihnachtlichen Setup aus? Ich glaube nicht. Wir brauchen noch 3. Selber Weihnachtsstimmung. Deswegen habe ich hier so ein cringes. Ja, ihr merkt selber, oder? Okay, Leute, jetzt sind wir schon mal mega in Weihnachtsstimmung. Jetzt hilft nur noch 1. Leute, aber 1 fehlt immer noch für Weihnachten, nämlich 4. Die besten Kekse. Und deswegen backen wir jetzt einfach mal Kekse. Let's go! Let's go! So, Leute, hier haben wir
haben schon unsere Kekse gebacken und kosten wir mal. Sehen auf jeden Fall sehr lecker aus. Die gut. Die waren jetzt so gut. Ich schwöre, die waren gut. Leute, das waren jetzt auch schon meine Weihnachtstipps, dies und das. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei oder übermorgen. Ich wünsche noch einen mehligen Tag. Macht beim Gewinnspiel mit. Wer das Gewinnspiel noch nicht gesehen hat, in der Beschreibung ist ein Link. Und alles andere, was ihr fürs Gewinnspiel tun müsst, macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit, Leute. Ich wünsche noch einen mehligen Tag. Danke für euren Support. Abonnieren nicht vergessen. Danke für alle Abonnenten. Und ciao! Und ja.